Willkommen und willkommen zurück. In diesem Video geht es wieder einmal um den Betriebswirt bzw. Betriebswirtin IHK. Manche sagen auch geprüfter Betriebswirt dazu. Und die These, die ich in diesem Video belegen werde, beweisen werde, heißt: Video-Coachings schlagen Seminare. Diese These soll ausdrücken, dass Video-Coachings in jeder Beziehung besser sind als Seminare. Und wenn ich Video-Coachings sage, meine ich Video-Coachings nach meinem Lernsystem. Also Video-Coachings bezieht sich ausschließlich auf mein Lehr- und Lernsystem. So, und nun ist es an der Zeit, diese These zu beweisen. Schauen wir mal, machen wir mal wieder eine Kontrastierung. Und zwar auf der linken Seite halten wir fest, was sind die Eigenschaften eines Seminars bezogen auf das Lernen und den Lernerfolg. Und was sind die Eigenschaften von Video-Coachings nach meinem System bezogen auf das Lernen. Und das Erste, was vielleicht uns sofort unmittelbar ins Auge springt, ist: Ein Seminar ist einmalig. Das heißt, der Stoff wird einmal besprochen, vielleicht nochmal wiederholt. Oft sagt der Dozent, dazu ist keine Zeit, müssen Sie zu Hause machen. Und ein Video-Coaching ist von seiner Eigenschaft her wiederkehrend. Video-Coachings sind Videos, die man immer wieder natürlich sich anschauen kann. Während ein Seminar in dieser Situation mit diesen Dozenten einmalig ist und so nicht wiederkommt. Das Zweite, wenn man weiter darüber meditiert, was hier die Unterschiede sind bezogen auf das Lernen, dann fällt auf, das Tempo ist fremdbestimmt. Das Tempo ist zunächst mal bestimmt durch den Rhythmus des Tages sozusagen, durch bestimmte Zeitvorgaben des Veranstalters und durch den Dozenten vor allem. Ein guter Dozent passt sich mit seinem Tempo an die Gruppe an, findet vielleicht da irgendwo ein Mittelmaß, aber jemand, der vielleicht etwas langsamer versteht, der gut versteht, aber ein bisschen länger braucht, um zu verstehen, fühlt sich vielleicht hier schon ein bisschen überrannt. Sicher ist, dass er das Tempo nicht bestimmen kann. Und genauso sicher ist, dass bei einem Videocoaching das Tempo selbst bestimmt ist. Das hat mit der ersten Qualität zu tun. Das Videocoaching ist ein wiederkehrendes Lernerlebnis, das heißt, der Lernende kann dieses Lernerlebnis beliebig oft wieder hervorrufen. Das meine ich mit Tempo ist selbstbestimmt. Ansonsten hat ein Video-Coaching, das ja so ein bisschen so ist wie das, was ich gerade im Moment mache, natürlich auch eine fremdbestimmte Komponente, denn ich rede hier in einem bestimmten Sprechtempo, das manche zu langsam finden und manche vielleicht zu schnell. Wie auch immer. Ich habe Gründe dafür, dass ich genauso spreche, wie ich spreche, obwohl das manche in Kommentaren kritisieren, die keine Ahnung haben von irgendetwas. Also auch hier gibt es natürlich eine bestimmte Fremdbestimmung. Aber Sie können dieses Video pausieren, Sie können dieses Video zurückspulen und Sie können dieses Video auch vorspulen. Nächste Qualität eines Seminars. Ein Seminar hat eine schwankende Qualität. Ein Seminar, das Sie vorbereitet auf den Betriebswirt IHK, und das ist ja mein Thema, denken Sie an die
Worte, als ich das Video gestartet habe. Es geht hier um den Betriebswert IHK, hat eine schwankende Qualität. Warum? Durch mehrere Dozenten. Ich habe das sehr oft schon betont, dass Sie hier sechs, sieben Fächer haben. Je nachdem, wie man einteilt, könnte man vielleicht sogar noch mehr daraus machen. Und dass oft für jedes Fach oder sogar für Untergebiete von Fächern andere Dozenten kommen. Jeweils ein anderer Dozent, jeweils ein anderes Sprechtempo, jeweils andere Unterlagen. Das meine ich mit schwankender Qualität. Meine nicht empirisch abgesicherte Erfahrung ist, dass von den, sagen wir mal, 7 oder 8 Dozenten, die in einem üblichen Seminar sind, das vorbereitet auf den Betriebswirt IHK, 1 bis 2 gute sind. Das ist meine Erfahrung. 1 bis 2 gute Engagierte, und das sind die Leute, die die Teilnehmer bei der Stange halten. Wären die auch weg, dann würden die Leute hinschmeißen, frustriert hinschmeißen. Das ist also die Qualität insgesamt. Bei den Videocoachings haben Sie eine weitgehend gleichbleibende Qualität. Warum? Sie sind alle aus einem Guss. Das ganze System ist aus einem Guss. Und wenn ich sage weitgehend gleichbleibende Qualität, dann finden Sie auch hier eine gewisse Schwankung, die mit meiner Schwankung zu tun hat und die Sie ablesen können an der Qualität meiner Handschrift zum Beispiel. Die ist mal besser und mal ein bisschen schlechter, weil ich mich auch, wie jeder Mensch wahrscheinlich, nicht jeden Tag gleich gut fühle. Aber weitgehend haben Sie eine gleichbleibende Qualität. Von der Struktur, vom Aufbau, von der Vorgehensweise eine absolut gleichbleibende Qualität. Schauen wir auf einen weiteren Aspekt. Schauen wir auf die Lernumgebung. Das ist uns oft nicht bewusst, aber die Umgebung oder manche sagen Neudeutsch die Location hat einen großen Einfluss. Die Umgebung ist mehr oder weniger wie in der Schule. Richtig, richtig, ne? Kann man sagen. Die Seminarräume sind manchmal schöner, als die Schulräume vielleicht sind oder waren. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit meine alte Schule, das Steinbach-Gymnasium in Duisburg, besucht, anlässlich, ich glaube, 35 Jahre Abitur war das. Es hat sich nichts geändert. Es hat sich gar nichts geändert in dieser Schule. Es sieht immer noch genauso aus wie vor 35 Jahren, als ich diese Schule mit Abitur damals verlassen habe. Der einzige Unterschied war, dass in einem Biologie-Lehrraum da so eine hochmoderne Tafel angebracht war. Ansonsten hat sich nichts geändert. Die Seminarräume sind ein bisschen besser als in der Schule, aber die Situation ist doch sehr stark wie in der Schule. Für ein Videocoaching haben Sie eine selbst gestaltete Umgebung, was nichts anderes bedeutet, dass Sie sich die Umgebung gestalten. Es gibt hier eine einschränkende Bedingung. Sie brauchen eine Schreibfläche, einen Tisch. Das muss nicht ein Schreibtisch sein. Aber ein Tisch, es kann ein Küchentisch sein, aber Sie brauchen einen Tisch, damit Sie vernünftig schreiben können. Und es ist auch ganz sinnvoll, wenn Sie einen Drucker haben, dass Sie sich die Begleitmaterialien ausdrucken können, damit Sie dort reinschreiben können. Aber ansonsten können Sie die Umgebung selbst gestalten. Sie können sich rein theoretisch auch irgendwo, wenn die Jahreszeit es hergibt, irgendwo in die Sonne setzen, beziehungsweise vielleicht ein bisschen mit Schatten, weil das Wahrnehmen auf dem Computerbildschirm in der Sonne auch noch nicht optimal gelöst ist. Was ich sagen will, ist, Sie können die Umgebung weitgehend selbst gestalten und im Seminar sind Sie eingebunden in die Umgebung, wie sie da ist, mit allen Ihren Einflüssen.
Die Seminare sind oft, nicht ausschließlich, aber sehr, sehr oft sogenannte Folienlesungen. Es sind Folienlesungen. Was meine ich damit? Der Dozent rückt mit einem Beamer an oder mit PowerPoint-Folien für den Overhead-Projektor, legt die Folien auf, liest sie vor, packt die Folie wieder ein und nimmt die nächste Folie. Das ist der bequemste Weg, wie man eine Seminarstunde über die Zeit bringen kann. Es ist auch gleichzeitig der einfachste Weg, weil die Leute mit Mitschreiben beschäftigt sind und dann können sie gerne Fragen stellen. Und weil das so einfach und so bequem ist, machen es die meisten Dozenten so. Das ist der schlichte Grund. Es ist der einfachste, bequemste, widerstandsloseste Weg, sein Geld zu verdienen. Und deswegen sind die meisten Veranstaltungen diese Folienlesungen, sind zu diesen Folienlesungen geworden. Heute mit Beamer, früher mit Tagesschreiber, aber wo ist eigentlich der Unterschied? Ja, Beamer ist noch ein bisschen schrecklicher, wenn Sie mich fragen. Das ist der Grund. Es sind zum großen Teil Folienlösungen, weil es für den Dozenten oder die Dozentin bequem ist. Damit verbunden ist Folienlesen, ergebnisorientiert. Sie kriegen die fertige PowerPoint-Folie gewissermaßen vor den Latz geknallt. Sie sehen nicht, wie sich die ganze Sache entwickelt. Meine Video-Coachings sind entwicklungsorientiert. Entwicklungsorientiert. Was Sie im Prinzip auch hier in diesem Video erleben, obwohl das Lernsystem der Video-Coachings viel ausgefeilter ist als dieses Video hier. Aber das Grundprinzip ist, dass ich Schritt für Schritt die Gedanken entwickle, Ihnen auch immer wieder Zeit gebe, das zu verarbeiten, die Dinge ein bisschen wiederhole, kreise um die jeweiligen Gedanken. Und wenn Sie das Video gehört haben, die Sache verstanden ist. Ergebnisorientiert versus entwicklungsorientiert. In einer Folienlesung mit PowerPoint-Folien sehen Sie das fertige Haus. Bei mir sehen Sie Stein für Stein, wie das Haus gebaut wird. Wo wie viele Räume angelegt werden. Und jetzt raten Sie mal, wann Sie das Haus besser verstanden haben. Wenn es Ihnen fertig vor den Latz geknallt wird oder wenn Sie gesehen haben, wie es gebaut wird. Das bedeutet entwicklungsorientiert. Und zum Abschluss, last but not least, wie man so schön sagt, kommen noch die entscheidenden Argumente für die These Video-Coachings schlagen Seminare. Und diese Argumente, ich fasse sie in einem Punkt zusammen, heißen Preis und vielleicht noch wichtiger Zeit. Preis und Zeit. Und hier auf der anderen Seite schreibe ich auch Preis und Zeit. Was ich sagen will ist, der Preis für meine Video-Coachings liegt deutlich unter dem von Seminaren, auch mit Meister BAföG. Und die Zeit, die Sie brauchen, liegt ebenfalls deutlich unter dem, was Sie brauchen für Seminare. Denn Sie müssen zum Seminar auch hinfahren, einen Parkplatz finden und Sie müssen wieder nach Hause fahren. Preis und Zeit oder Geld und Zeit oder finanzielle Investition und zeitliche Investition ist bei Video-Coachings deutlich geringer als bei Seminaren. Und das ist vielleicht für die meisten Menschen das schlagende Argument. Das andere, was ich vorher gesagt habe, erlebt man ja erst, wenn man es macht. Und dann kann man erst die Vorteile, die ich hier aufgezeigt habe, sozusagen aus eigener Erfahrung nachvollziehen. Aber Preis und Zeit ist auch vorher schon das entscheidende Argument für die These, Video-Coachings schlagen Seminare. Alles Gute, Marius Ebert.